Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. Schon wieder ist eine Woche vorbei und wir sind wieder für euch da mit eurem Gottesdienst. Das letzte Mal haben wir gehört, wie die Brüder Josefs nach Ägypten gekommen sind und sie ihn aber nicht erkannten. Und ja, dass Josef im Grunde etwas Gutes für sie tat, indem er ihnen das Korn umsonst gab. Ja, nun wollen wir einmal hören heute, wie das Ganze weitergeht. Wir sind auch heute wieder zusammen im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, das ist die Kraft, die von Gott kommt, von Jesus kommt, und die dafür sorgt, dass wir überhaupt leben können. Amen. Amen. Wir wollen wieder unser Lied singen, einfach spitze, dass du da bist. Und das ist auch so, einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Lasst uns stampfen, lasst uns stampfen, dass du da bist, lasst uns stampfen, dass du da bist. Geschichte von Josef. Auf dem Heimweg kehrten die Brüder in eine Herberge ein. Dort entluden sie ihre Esel. Einer öffnete seinen Sack und rief: Mein Geld für das Korn liegt oben im Sack in einem Lederbeutel. Schnell knüpften auch die anderen ihre Säcke auf. Sie fanden darin ebenfalls Lederbeutel mit ihrem Geld. Den Brüdern wurde es unheimlich zumute. »Warum hat der mächtige Ägypter unser Geld nicht angenommen?« fragten sie. »Was hat das zu bedeuten?« Als sie nach Hause kamen, erzählten sie ihrem Vater Jakob ihre Erlebnisse. Der mächtige Ägypter war böse auf uns. Er hat uns Spione genannt. Aber wir haben nichts Unrechtes getan. Wir haben ihm alles genau über uns erzählt, über unseren Vater, unsere Heimat, über Benjamin und unseren toten Bruder. Aber er wollte uns nicht glauben. Er hat Simeon zurückbehalten, bis wir mit Benjamin wieder zu ihm kommen. Getreide hat er uns zwar gegeben, aber das Geld wollte er nicht. Er hat es uns heimlich in die Säcke gelegt. Vater Jakob war bekümmert. Ihr nehmt mir meine Kinder weg, jammerte er. Josef ist tot, Simeon ist im Gefängnis und nun soll Benjamin nach Ägypten? Nein, ich lasse ihn nicht fort. Ich bin ein alter Mann.
Ich würde vor Kummer sterben, wenn Benjamin etwas zustieß. Nach einiger Zeit aber war das Korn aus Ägypten beinahe aufgebraucht. Geht noch einmal nach Ägypten und kauft Getreide, befahl Jakob seinen Söhnen. Ruben antwortete: Wir bekommen nur Getreide, wenn Benjamin bei uns ist. Der mächtige Mann in Ägypten hat das ausdrücklich befohlen. Warum habt ihr ihm denn nur von Benjamin erzählt? Rief der Vater verzweifelt. Er hat uns ganz genau ausgefragt, verteidigte sich Ruben. Er wollte alles wissen, wir mussten ihm die Wahrheit sagen. Juda aber sagte: Ich verspreche dir, Vater, ich werde Benjamin beschützen. Niemand darf ihm etwas antun. Endlich gab Jakob nach. Er seufzte: Nehmt Benjamin mit, wenn es nicht anders geht. Aber bringt dem mächtigen Ägypter Geschenke mit. Wir haben noch einige Töpfe Honig und einen Sack Mandeln. Bringt ihm auch von unserem kostbaren Harz. Es duftet gut und die Ägypter gebrauchen es gerne als Heilmittel. So machten sich die Brüder zum zweiten Mal auf den Weg. Jakob schaute ihnen nach und betete: Herr, mach, dass der mächtige Mann in Ägypten Erbarmen hat, dass er Simeon freilässt, dass alle meine Söhne wieder gesund nach Hause kommen. Tja, ihr Lieben, was haltet ihr denn davon? Erst fragt Josef seine Brüder aus und behält Simeon da. Dann finden sie plötzlich ihr Geld in den Säcken. Das passt doch eigentlich gar nicht zusammen. Josef müsste doch eigentlich immer noch richtig böse auf seine Brüder sein für das, was sie ihm angetan hatten. Ja, irgendwo war er das auch. Aber er wusste auch, dass seine Familie in Kanaan in großer Not war. Und er selbst hatte doch nun wirklich Geld genug. Und so tat er das Geld wieder in die Säcke, sodass die Brüder noch einmal Korn kaufen konnten. Aber der Haken an der Sache war und blieb, dass sie Benjamin mitnehmen sollten. Und Vater Jakob hatte Benjamin sehr lieb und ja, das fiel ihm nicht gerade leicht, weil schon Simeon in ägyptischer Gefangenschaft war. Ich sage das jetzt mal so. Wir werden noch hören, dass es Simeon eigentlich recht gut gegangen ist in dieser Zeit. Aber was wir hier schon ahnen, das ist, dass Josef nicht Böses mit Bösem vergeltet. Er möchte Frieden haben mit seinen Brüdern. Es fällt ihm nicht leicht, aber was soll er denn machen? Soll dieses Böse immer so weitergehen? Es ist doch bei uns genauso, wenn wir irgendwo jemand anderem etwas Böses getan haben, dann tut es uns doch irgendwo leid. Das stimmt doch. Und wir wollen doch irgendwo, dass ja, ihr euch mit euren Freunden oder Freundinnen wieder vertragt, wenn ihr euch einmal in die Wolle bekommen habt. Das ist auch gut so. Und
Genau das hatte Josef auch im Sinn. Aber er wollte auf der anderen Seite aber auch, dass die Brüder begriffen, was sie getan hatten. Und das werden wir noch hören, dass er sich da einer List bedient. Aber hier steht das Gute ganz vorne an. Josef möchte wirklich sich mit seiner Familie wieder vertragen und er möchte auch seinen Vater wiedersehen. Er möchte, dass seine Enkelkinder ihren Opa kennenlernen. Und das ist doch gut. Es ist doch gut, dass das Gute wirklich siegt, dass da jemand ist, der sagt, man hat mir zwar Böses getan, aber ich will auf die Dauer nicht nachtragend sein. Und das ist eine Sache, die wir ja auch tun und wenn wir es einmal vergessen sollten, immer wieder daran denken sollten, dass es besser ist, Böses mit Gutem zu vergelten. Amen. Wir singen noch ein Lied miteinander. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Mama, Mama, hält Papa und doch Mama in seiner Hand, er hält Papa und doch Mama in seiner Hand, er hält Papa und doch Mama in seiner Hand, er hält die ganze Welt. Jetzt zusammen beten. Jetzt sind meine Augen bereit und auch meine inneren Augen. Jetzt sind auch meine Ohren bereit und meine inneren Ohren. Jetzt ist auch mein Mund bereit, der zu dir spricht. Jetzt sind auch meine Hände bereit, die ich anderen reichen möchte. Und vor allem ist mein Herz bereit, mit dir zu sprechen, Jesus, mein guter Freund. Wir schließen unsere Augen und beten. Jesus, es ist gut, wenn Menschen nicht immer nur zurückschlagen, wenn ihnen etwas Böses angetan wurde. Es ist gut, wenn wir miteinander reden und wir fragen, warum hast du das denn getan? Dann kriegen wir oft eine Antwort darauf. Es ist auf jeden Fall besser, als immer gleich loszuschlagen. Du willst, dass wir uns vertragen. Du willst, dass wir mit unseren Eltern, unseren Geschwistern und unseren Freunden gut auskommen. Hilf uns dabei, dass wir
den richtigen Weg finden, das zu tun. Wir danken dir, dass du Zeit für uns hast und dass wir dir alles sagen können. Ja, dass wir uns auch in deine Arme kuscheln können, wie wir auch ein Kuscheltier in den Arm nehmen. Danke, Jesus, dass du für uns da bist. Nun wollen wir miteinander beten, wie Jesus uns beigebracht hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Wir bitten dich, Herr, dass du über uns bist wie die Sonne und der Mond. Dass du hinter uns bist, dass wir keine Angst haben müssen. Dass du rechts und links neben uns bist, damit wir spüren, dass du da bist. Dass du vor uns bist wie ein leuchtendes Licht. Und dass du unter uns bist, damit wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns, allmächtiger, barmherziger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Wir sagen euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.